Ich habe für meine Küche mal einen Brenner gebaut, den ich mit verschiedenen Brennstoffen betreiben kann. Wenn wir mal kurz zusammenbauen, schieben wir hier zwei kleine Stangen durch. Dann legen wir hier einen Teller drauf. Dann haben wir die Möglichkeit, einmal einen gekauften Spiritusbrenner reinzusetzen. Damit kann ich heizen. Ich habe die Möglichkeit, ganz normale Brennpaste aus der Gastronomie zu nehmen und zu heizen. Ich habe die Möglichkeit, Brennpaste für Fondue und solches reinzulegen und zu heizen. Des Weiteren können wir noch Trockenspiritus, also das Bit nehmen, um zu heizen. Und wenn alles gar nicht mehr funktioniert mit dem Heizen, ist auch noch die Möglichkeit da, den mit Holz zu betreiben. Meistens nehme ich den Spirituskocher, weil der auch am schnellsten geht. Da kommt hier oben noch ein Kreuz drauf, dass wir einen Abstand zu der Flamme haben. Ob jetzt ein Kaffeemaschinchen oder ein Kessel drauf kommt, wird angesteckt, angezündet, braucht ungefähr 5 Minuten und der Kaffee ist fertig. So, jetzt nehmen wir mal den Spirituskocher. Füllen wir dann mit Spiritus, einfach Spiritus hier oben rein. Dann wird der angezündet, dauert leider ein bisschen, der muss ja warm werden und verdampfen. Das an, man merkt es, man muss sehr aufpassen, die Flamme ist fast gar nicht zu sehen, wenn es hell ist. Also besteht die Gefahr, dass man sich verbrennt. Jetzt werden wir uns mal einen Kaffee kochen. Nehmen wir meine Espressomaschine. Statt Espresso-Lose nehme ich Kaffeepads, die passen hier zwei Stück ganz schön rein. Dann hat man nachher nicht so viel zum Spülen. Kommen rein. Schraube ich zusammen und stelle drauf. Macht dann mal ein paar Minuten. Der Kaffee ist fertig und ich werde meinen Kaffee genießen.